Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Luna Projekt. Ja, in der letzten Folge haben wir noch bei geschlossener Schneedecke das Feld 23 gekalkt. Ja, der Schnee hat sich inzwischen verabschiedet. Ja, Giants hat inzwischen auch ein neues Update rausgebracht mit der überwiegenden Bezeichnung Probleme mit diversen Mods behoben. Deswegen habe ich jetzt mal hier den Better Contract Mod wieder mit reingenommen. Habe ihn wieder auf 10 Verträge erstmal gestellt. Nach 10 kommt sowieso unlimitiert. Unlimitiert würde ich überlassen. Im Hinblick auf die Performance. Und habe bei Faule Pharma gesagt ja und alle Arten aktiviert. Ja, ansonsten sind aktiv hier. 79% Feld 22 grubbern und 74% Feld 2 ansehen. Nemuk ist gerade auf dem Weg zu Feld 1. Da dürfte noch kalken. Anschließend darf er noch zweimal gedüngt werden. Ja, und mit einem Kontostand von nicht ganz 540.000 kommen wir unserem ersten eigenen Drescher auch schon recht nah. Das sollte wahrscheinlich, ich nehme die Folgen immer auf, von dienstags bis montags. Also sollte heute Dienstag sein, wenn ich mich nicht verpeilt habe. Ich denke, das mit dem Drescher sollte in dieser Aufnahmesession über die Bühne gehen können. Ja, da links hat er mal wieder, warum auch immer, jetzt da lang gefahren, aber er hat nicht abgesenkt. Sei es drum, so, er ist inzwischen nur bei 80%. Er steht ja wahrscheinlich wieder genau vor irgendeiner Kurve. Was nicht ganz so dramatisch ist, weil das ist die unmittelbare Kurve zum Feld. So, das ist Feld 1. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte erst gucken, ob ich das nicht schon habe. Düngen 42 Meter. Laden. So, dann zeig mir, was du kannst. AD-Kurven nicht, das wissen wir, aber Gewohnheitssache. Ja, sag mal, bin ich jetzt? Was soll das? Oh, Chef guckt. Ich senk mal lieber ab. Verstehe ich bei dem Feld nicht, weil Chef guckt. Da vorne ist Chef Büro. Ja? Sei es drum. Witzig.
Kämme. Quatsch. Ist auch egal. Brauche ich gleich auch. Füllen wollen. Zack, bitte. Ist der Wegpunkt. Ab dafür. Direkt mal aussuchen wieder. 350 für 2000, das heißt 5 mal. Ja, machen wir es gleich. Wir brauchen gleich zusammenrechnen. Das ist 110. Kalk. Falsche Enter-Taste, ich weiß. Prozent. Hast du geschafft? Also meiner Meinung nach musst du vorwärts, aber irgendeine Idee wirst du haben. Naja, das schreie ich auch wieder in ausgelassener Bahn. Ihn behalten wir hier mal besser. Ganz genau im Auge. Ja, absenken hat was. So, wie sieht's uns aus? Kriegen wir noch was dabei? Spät haben wir es. 10.23 Uhr. Nein. Wir gucken mal. Ja, aber wie gesagt, mit dem eigenen Drescher dann. Da auf die Mietkosten verzichten. Den Abfahrer haben wir bereits. Das ist er hier. Der Fendt ist auf Feld 22 gleich bei 90%. Weil ich davon ausgehe, die Bahn, die er hier ausgelassen hat, dass wir hier wohl nacharbeiten müssen. Aber schauen wir mal. Ach, du bist aber hier leer. Ach, du hast jetzt das Wenden erst geschafft. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja.
Ja, komm, schmeiß an die Karre. Ja, auch da wäre ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Gedacht habe ich schon öfter. Für die Cosplay-Kollegen. Können wir das so programmieren, dass er das nicht anschaltet, bevor er losfährt, sondern dass wir das anschalten, wenn er losgefahren ist, weil er brüllt da jedes Mal Dünger raus, bevor er Kalken in dem Fall, bevor er anfährt. Finde ich ein bisschen verschwendet. Guck mal, er fährt rückwärts und dann sagt Cursplay anschalten und dann fährt er erst los. Warum kann ich das nicht so programmieren, dass man sagt, er fährt jetzt los und dann schalte ich an? Das würde mir gefallen. Ich meine, wahrscheinlich auch wieder Pfennigfuchserei, weil da höchstwahrscheinlich 10 Liter Kalk nur verbraucht werden, unnötig, aber. Aber das ist mir auch im LS19 schon aufgefallen, dass er jedes Mal die Geräte startet, er fährt rückwärts, schaltet den Streuer ein und fährt dann los. Das müsste doch auch möglich sein, dass man sagt, er fährt rückwärts, hat seine Position, er fährt los und schaltet dann den Streuer ein. Aber gut. Irgendjemand wird sich irgendetwas dabei gedacht haben. Mir ist es halt nur so aufgefallen. Und ganz ehrlich, den Leuten von Cursplay oder GitHub mega Arbeit. Ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass wir solche Mods hier zur Verfügung haben. Das ist der absolute Oberhammer und dass sich die Leute auch über diese ja inzwischen Jahrzehnte da immer wieder so begeistern mit beschäftigen. Da können wir uns als Spieler dieses Spiels eigentlich immer nur bedanken. Was dann auch ja noch großartig lobend dazu erwähnen, dass das Ganze für uns Spieler auch ja noch kostenlos ist. Ja? Wenn ich mir überlege, welche Arbeit die damit haben. Nein, nein, also absolut obersten Respekt. Wenn dann da mal Fehler auftauchen, ja, dann darf man sie ansprechen, aber die Kritik muss dann auch richtig verstanden sein. So. Ja, vielleicht ist das aber auch ja noch nicht mal Problem bei Cursplay, sondern vielleicht gibt irgendeine Giants-Physik das auch ja so vor. Das weiß man auch ja nicht. Und meine beruflichen Zweige gehen ganz bestimmt in eine ganz andere Richtung, als was das Programmieren von Computerspielen angeht. Ja, 22 und 2 sind sich hier einig. Gleich auf. Für beide habe ich keinen Folgeauftrag. Naja. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass wir in dieser Aufnahmesession unseren Drescher kaufen werden. Wie gesagt, 700.000. Der Drescher kostet 600.000, ich würde gerne 100.000 Puffer behalten wollen. Ihr wisst, Helferkosten, Saatgutkosten, Düngerkosten, Kalkkosten, das muss ja da sein. Das hilft ja nichts, wenn ich neue Maschinen habe und ich kann sie dann nicht bedienen.
und Kredit bleibt hier ein No-Go. Gearbeitet wird mit Geld, was man sich selber verdient hat, was man sich selber erarbeitet. So, wäre schön, wenn wir die beiden Kollegen hier in der Folge noch abgeschlossen bekommen. Unimog. Achso, ich habe eben vergessen zu bezahlen, das macht man natürlich gleich. Arbeit beendet. Ja, die Sehmaschine immer schön. Jetzt hier insgesamt aus. Wieder irgendwo in so einen Bogen, wo er nicht reingebastelt ist. Kann auf dem Feld hier ein. Ja, da unten links. Sehe es gerade. Ja, ist okay, gib Gas. Ist ja eine so eine kleine. Da wird er mit seinem Wenderadius wahrscheinlich nicht reingefunden haben. Ich sehe es auf der Minimap, wo ich drauf zufahre. Jetzt sieht man es auch auf der Karte, das wird vorreichen. Ja, da kommt er mit seinem Wenderadius bei 42 Meter Arbeitsbreite halt nicht rein. So, solltest du jetzt ja mal gleich auf die Schabe fertig umschalten. Danke. Nehmen wir das auch direkt ab. Ja, da einmal Kalk für 1750 hat uns das in etwa gekostet. 19.408 für unser Konto, danke sehr. Mal auf neue Verträge. Es gibt sogar zweistellige hier. Wahnsinn. Nö, aber du bleibst hier mal ganz gut stehen, weil er ja denkt, dass er fertig ist. Ist aber ja nicht. Ja, aufgrund der Bahn, die er mal wieder ausgelassen hat. Ziehen wir jetzt noch ganz kurz selbst nach. So, wir den Kollegen hier auch zum Abschluss bringen können. So lange machen die Folge auch, dass die beiden Fans ihre Arbeit erledigt haben. Können wir das nämlich abgeben? Dann gucke ich mal, ob es notwendig ist, vorzuspulen oder. Wir direkt weitermachen können.
Ja, Feld 2 erledigt. Dann geben wir auch das ab. Wo ist er? So ein Blumenansatz für 17.857. Vielen Dank dafür. Feld 2 Walzen. Für 5.500. Ich nehme das mal an. Springen wir aber auch direkt zu ihm. Den hätte ich ja gerne auch noch fertig. Ist er auch fertig? Stoppen, dann kriegst du auch kein Geld mehr. Dann geben wir die Mission auch einmal ab. 12.105. 21, 22, 23, 9 Verträge. Nö. Gut, aber ich würde sagen, jetzt mit fast 581.000 beenden wir diese Folge. Ich danke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.